Lass uns mal ein bisschen auf die Studiokultur gucken und hier im Speziellen auf die Aufmerksamkeitsgier vieler Frauen. Und die ist ja nicht nur ein Internetphänomen, sondern die kannst du selbst beobachten. Erstmal war das Studio ja historisch ein Rückzugsort für Männer, aber wie es in den meisten Bereichen der Fall ist, müssen uns Frauen immer irgendwie überall hinterhergekleckert kommen, sich dann nicht selten anbiedern bis zum geht nicht mehr und schließlich das Verhältnis zwischen Mann und Frau dadurch schlechter machen. Ja, ich für meinen Teil, ich brauche im Studio eigentlich gar keine Frauen, 0,0 also, und auch auf anderen Gebieten, da wäre eine Trennung der Geschlechter, wie ich finde, nämlich nach Eignung und Veranlagung, sicherlich für vieles heilsam. Lass uns mal auf zwei Beispiele gucken und wie man das bewerten kann. Hier haben wir zunächst mal irgendeine TikTokerin, die sich 5 cm vor die Gewichte stellt. Das ist schon mal der erste Fehler, denn das macht man einfach nicht. Und sich dann darüber beschwert, dass ein Typ vor ihr zu handeln greift, ohne sich vermeintlich zu entschuldigen. Guys, don't be like this. Didn't even say excuse me. Im Nachhinein stellte sich durch den Shitstorm heraus, dass er aber tatsächlich excuse me gesagt hat, was ja mit den Kopfhörern, die sie aufhat, sowieso Makulatur ist. Sie hat das nämlich auf ihrem Profil gepostet, was viele Frauen nutzen, um Jungs aus dem Studio moralisch vorzuführen und dafür anzuprangern. Einfach dafür, dass sie Augen im Kopf haben oder dass sie existieren. Also das Entitlement, das viele Ladies haben, das ist schon beachtlich. Die Tirade geht aber noch weiter. And then, wait for it. Proceeds to walk in front of me while holding 95 pounds DBS in each hand right before starting my set. Oh, das ist wirklich beachtlich, die begreifen es einfach nicht. Und wenn du mich fragst, da durfte das Video gar nicht mal existieren, auch nicht ihre Plattform, auf der sie Klicks erhascht, um Typen im Studio zu beschämen, die im Kern nichts falsch gemacht haben. Aber diesen Unterschied zwischen richtig und falsch, den erkennen viele heute einfach nicht. Es dreht sich bei sehr vielen tatsächlich nur noch um Aufmerksamkeitshascherei und wie gesagt um Entitlement. Das ist natürlich ein generelles Problem heute, gerade in der Generation Z, aber Frauen im Studio, die treiben es nicht selten auf die Spitze, wie ich finde. Ein weiteres Phänomen ist ja, dass Frauen Männer im Studio dafür beschämen, dass sie ja einfach nur gucken, was sie dann als Creepy Guys Videos irgendwo hochladen. Guck mal, hier ist ein Beispiel. Jim Creep is here and he's watching me. I told management about him. They didn't do anything. Das kannst du dir echt nicht mehr ausdenken. Die Einbildungskraft von Frauen und wieder die anmaßende Selbstbeweihräucherung, die sie haben, die hat ein ordentliches Ausmaß angenommen. But he'll like follow me around, literally. Go somewhere to do an exercise and then he'll just like do an exercise like right next to me or like right in front of me, which is really annoying. So, erstens, bei diesen Videos fällt ja meist auf, dass ganz normale Typen einen ganz normalen und flüchtigen Blick wagen. Also Mäuschen FYI, das passiert allen von uns, sobald wir nämlich unser Haus verlassen, also auch im Studio. Und zweitens, ich gucke, wie ich es für richtig halte. Deine Videos und deine Kamera, die haben im Studio gar nichts zu suchen. Und wenn du mich fragst, hast nicht mal du was in dieser Abteilung des Studios zu suchen. Außerdem, niemand weiß, was die Lady hier überhaupt macht, was sie nicht auch beim Bügeln zu Hause machen könnte. Und ich meine das nicht abfällig, sondern ganz rational. Ernste Männer wollen im Studio arbeiten und nicht sozialisieren. Und ich persönlich finde es auch generell nicht ansprechend und heilsam für Frauen, wenn sie hartes Krafttraining betreiben. Was den Hormonhaushalt nämlich anbelangt, kann tatsächlich Östrogen in Testosteron umgewandelt werden, genauso wie andersrum. Und ja, gesunde Männer, die wollen keine vermännlichten Frauen und gesunde Frauen wollen keine verweiblichten Männer. Das nur so am Rande. Ja, noch ein letztes Beispiel, guck mal, was diese Person glaubt, auf TikTok hochladen zu müssen. Okay, girlfriends, we're doing 50 pound balloon foot squats.
3, 4, 5, 6, 7. Drop the weight. Ist dir was aufgefallen? Sie hat das Video so hochgeladen, ich habe hier nichts verändert. Der Bursche im Hintergrund, der guckt für eine Millisekunde in ihre Richtung und sie zoomt das sogar noch heran. Die platziert ihre alberne Kamera so, dass zwangsläufig irgendeiner eingefangen wird, was schon dreist in Bezug auf die Privatsphäre anderer ist, und nutzt das dann, um sich einzubilden, sie wäre hier Opfer von irgendwas. Joyce Woll auf YouTube hat hier ganz gute Beiträge gemacht, und was dieses Video und auch die Kamerafrage generell im Studio anbelangt, hat er auch eine ganz solide Ansicht. Filming somebody, zooming in on them, making them the subject of your video, slowing it down to make them out to be a gym creep as if they're staring at you, and then supporting comments like this is not filming responsibly with respect to other people. The only creepy thing about this video is you doing this to this man, then posting on social media, all for some likes and attention. And this is exactly why so many people want filming banned in gyms, because of videos like this and creators like you. You need to do better. Mind your own business. Oh, das fasst es ganz gut zusammen, wie ich finde. Wenn Kamera im Studio, dann sollte man die respektvoll einsetzen. Das ist schon mal das Erste. Dann haben Frauen natürlich gar keinen Anspruch auf irgendwelche Sonderrechte. Und die meisten von ihnen, aber auch viele Männer der TikTok-Generation heute, die sollten sich einfach mal um sich selbst kümmern, anstatt Aufmerksamkeit und Klicks zu erhaschen. Okay, lass mich gern deine Sichtweise wissen. Hol dir mein Buch für noch mehr unbequeme Realitäten und auch für bessere Beziehungen. Und mach gern den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest.